Okay. Wow, er spielt gleich 4 auf einmal aus? Alter Schwede, okay. Die haben hier so kleine Pyramiden. Ich gehe mal davon aus, dass es dieser Stein hier ist. Und dass der plus 1 erzeugt. Das heißt, wenn ich den zerstöre, können die gar nichts machen, oder? Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert. Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, cool. Oh, das war nicht gut, dass ich ihn hier hingemacht habe. Oh, ich horst. Ausgerechnet hierhin hätte er nicht sein dürfen. Ich hab's eben gerade noch erklärt, warum. Zwei. Nein, bitte. Bitte sag dem Meister einfach, dass ich bestanden habe. Er wird nichts merken. Hier, nimm das Päckchen. Nice. Ich glaube, ich will den Hund haben. Hier, ich kann dir die Tür öffnen. Danke. Moment. Ich will den Hund in meinem Deck haben. Die Frage ist nur, was nehme ich dafür raus? Dich. Oh. Oh. Oh, warum glitzerst du? Warum glitzerst du? Oh. Oh, oh, oh. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Die Übungspuppe starrt leblos zu dir zurück. Dann setzt sie sich plötzlich in Bewegung. Oh my. Oh my. Das war easy. What? Die Gelenke der Übungspuppe knarren in die Ausgangsposition zurück und sie starrt wieder leblos vor sich hin. Hmm.
Hier ist das Zeichen, aber wir haben hier nur ein Zeichen. Ha. Das ist auch nicht. Okay. Erste war Totenkopf. Zweites Hand. Drittes Flügel. Totenkopf, Hand, Flügel. There we go! Oh mein Gott, was hat er mit dir gemacht? Stell dir einfach vor, du wärst ein Eiswürfel, der langsam in der heißen Pfanne schmilzt. Oh, ich habe nur mit mir selbst geredet. Der Schmerz, der aufgespießte Kopf zu sein ist. Nun, es ist es wert, natürlich. Magnificus wird mir die höchste Ehre zuteil werden lassen. Ich werde das Herzstück seines Steaks. You think so? Any?
Nice. Oh, vielleicht werde ich nicht der Mittelpunkt seiner Strategie. Mir gleich. Er kann mir mit mir auch irgendwelche Trottel blockieren. Ich habe die Enttäuschung bewältigt. Nimm dieses Päckchen. Thank you. Geh. Okay. Sorry. Das obere Siegel wird von den Habgierigen gefunden. Von den Habgierigen. Es wird ja dann das hier sein, weil da kann man sich die Karte aussuchen. Das untere Siegel wird von den Schwerhörigen gefunden. Oder von denen mit zu feinem Gehör. I don't know. Das mittlere Siegel wird von den Blassen gefunden. Von den Blassen. Moment, ich glaube, das untere ist das hier. Weil das ist bei den Sounds. Schwerhörig, you know? Ich glaube, das ist das. Das mittlere wird von den Blassen gefunden. There we go. Endlich. Stimulation. Meine Prüfung bestand in Reizabschirmung, musst du wissen. Und das volle Potenzial meines Verstandes zu erschließen. Jetzt ist er erschlossen. Hörst du mich? Magnificus, ich bin bereit. Wir müssen kämpfen. In Ordnung. Okay. Weird. Weird. It's okay. Weird, aber okay. Let's go. Oh, komm schon, gib mir eine Karte zum Opfern. Oh, no. So schnell hat er gewonnen. Aha, das bedeutet, dass wir noch eine Partie spielen dürfen. Okay. Freak.
Nochmal, nochmal. Er klingt wie ich. Er klingt wie ich, nein. Oh gosh. Noise. Das war unglaublich stimulierend. Wir sind hier noch nicht fertig, oder? Ich möchte wieder das Licht sehen, singen, tanzen. Du würdest nicht weggehen, oder? Bye. Wenn ich die Tür öffne, kommst du doch auf dem Rückweg vorbei und lässt mich raus. Oder? I don't know if I really want it. Guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Lasst euch von mir nicht ablenken. Ich gehe nur kurz hier hin. Hallo. Ich hätte gern den. Thank you. Thank you. Ah, hier bist du. Ich kann mehr als 20 Karten haben? Wait a second. Wie, ich kann mehr als 20 Karten haben? Meckern die dann beim Kampf, dass ich nur 20 Karten haben darf? Das könnte möglich sein. Das könnte möglich sein, dass sie meckern. Probieren wir es am Dummy aus. Ich darf? Ich fühle mich so verarscht. What? What? Wow. 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 Ich fühle mich so veräppelt. Und ich dachte die ganze Zeit, ich darf nur 20 Karten haben, weil da steht 20... Vielleicht ist 20 die empfohlene Menge? Ich bin veräppelt. Wirklich, wahrlich veräppelt. What the hell?
Liebe Grimora, der Plan von P03 könnte weit über einen normalen Griff nach der Macht hinausgehen. Diese große Transzendenz wird in der Tat katastrophale und unvorhersehbare Folgen haben. Die Notiz ist unvollständig und endet abrupt. Ich bitte dich dringend, überdenke. Hi. Ah, du bist endlich hier. Wie kommen meine Schüler zurecht? Ja, egal. Es stehen weitaus dringendere Fragen an. Erfasst du die Leinwand, in die du eingewoben worden bist? Was sage ich? Du bist der Pinsel und der Künstler führt dich mit erschreckender Meisterschaft. Mein Auge schmerzt von den vollen Vorahnungen. Wir hatten sein Auge in unserem Kopf. Wir hatten sein Auge. No. Die Zukunft ist sehr, sehr düster. Zunächst müssen wir kämpfen. Sieh her, der Pinsel des Wahrschreibers der Magie. Meine Schüler würden sterben, um von ihm gemalt zu werden und als Karte ewig zu leben. Doch das ist nicht das ganze Ausmaß seiner Kräfte. Jetzt ein bisschen Farbe! Interesting. Hier ist ein wenig Bleiche nötig. Oh. What are you doing? Warum tanzt hier jemand? What the fuck? Stop! Oh my god, okay, gescheitert. Yeah, I know. Come on. Nochmal. Ich war gerade zu überrascht, dass sie abgegangen ist. Ich konnte mich konzentrieren. Ich gucke, ich weiß. I know, thank you. Zu nervig, dass ich die nicht opfern kann. Ich muss den zerstören, der macht alles stärker.
Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ich lerne deine Tricks. Let's go. Ich muss erstmal deine Tricks hier alle lernen. Ich sehe, gucke und staune. Wie kann ich die vernichten? Ich kann sie nicht opfern. Ich liebe den kleinen Tanzenden da unten. Okay, Phase 1 erledigt. Zeig mir, was in Phase 2 passiert. Das Alter macht mich wohl langsamer. Vielleicht sollte ich meinen Pinsel nochmal über meine eigenen Karten führen. Oh no. Warum würdest du das tun? Nice. Nun gut. Yes. Nun gut, wir haben gekämpft und jetzt kann ich reden, weißt du? Mein Auge, es schmerzt, weil es sich erinnert, es wurde herausgeschnitten. Von niemand anderen als Leshy, dem Wahrschreiber der Bestien. Und eine Bestie ist er, arrogant, zielstrebig, besessen davon, Macht zu gewinnen. Doch er ist bei weitem nicht der schlimmste Wahrschreiber, der die Vorherrschaft gewinnen kann. Weißt du, hier kann einem noch wesentlich Schlimmeres passieren, als einen Augapfel zu verlieren. Du musst dich. Oh, oh no. Oh no! Zeit für Vlogs! Yay, neue Vlogs! Hell yeah, okay. Think I've just got to send it. To whom it may concern. It's a bit formal. Hello there! Exclamation point. My name is Luke Carter, and I'm a fan of your collectible card games. If you've ever taken a look at my YouTube videos, you will know how appreciative I am of the merch that you've sent me over the years. So it was a great surprise to learn that there is a digital version of Inscription. I think maybe one of my fans pranked me and buried a copy in the woods near my house. Upon further research, however, I have not been able to find any record of this game. Is this some kind of elaborate hoax? Any trace of this game? Is this some kind of elaborate hoax? The game doesn't seem like the work of a prankster. It at least appears professionally made. I am both puzzled and excited by this discovery. Any information you can provide would be much appreciated. Thank you, the Lucky Carter. Okay, good enough. Okay, gut gemacht. Bin mal gespannt, was er rauskriegt. Hey Card Gamers, I'm the Lucky Carter and this
Well, it's a bit of a strange video. It's actually more of a question to my audience. As I've learned over the years, nobody knows card games better than you guys do, so I'm hoping someone can help me out here. Did anyone ever play an Inscription video game? Or hear about it? I'm talking about that vintage one-set card game I opened packs for last week. I don't know what I'm allowed to say. I don't want to get in any trouble here. I think I've got the only known copy of the digital version of Inscription. I've been filming myself playing it, and it's weird, guys. I don't want to get in any hot water by showing the footage, but can someone please prove me wrong? Please tell me someone has a copy of this game. I have been looking online for days and I cannot find a word about it. Ob wir ihm schreiben können. Ah, ich habe auch nur digitale Version von Inscription. I got you beautiful viewers. Hopefully dig up something. That's it. That's the video today, guys. Thank you so much, as always. And, oh yeah, what the fuck is the card? What? I think this woman's actually from Gamefuna. She came to my door yesterday, and I didn't answer. This time I'm gonna record it. Okay. Hi! Hi there! Hey. I'm Floppy Disk for a game called Inscription. I was told you came by a copy of it somehow. Sound familiar? No. No? No, I don't know anything about that. Really? Inscription, you said? Yes. No, I don't think so. Really? Because, apparently you emailed us about it. You are, Luke Carter, right? Oh. You know the luckycarter@gmail.com? Yeah, you know what? That's, I am Luke Carter, but that's not my email address. Really? Because, I just noticed because I've seen your videos. Oh. And I'm a big fan. Oh. Sie hat ihren Fuß in der Tür. Listen, how do you know where I live, exactly? My boss gave me your address. And how did you get past the side gate? It's locked. Okay, Luke. I'm going to give you my business card. And if you remember anything at all, feel free to give me a call. Sie hat den Fuß in der Tür. Will do. Take care. What the fuck? Huh. Huh. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today I'm opening Secrets of Legendaria, hoping for that sweet, sweet foil Balamir. Oh. Oh. Honey, was passiert bei dir nur? Okay. Zurück zum Spiel. Ah, okay. Aber er ist doch hier langgelaufen. Was macht er hier drin? Nobody knows.
Oh, ich kann dich nicht freilassen. Schade. Er hat uns gefragt, ob wir ihn freilassen würden auf dem Rückweg. Naja. Sieht nicht so aus, als wäre hier was Neues. Okay. Probieren wir es nochmal. Was ist das? Nichts anscheinend. Okay. Probieren wir nochmal die Schnecke. Hallo. Hallo. Mein Deck ist mittlerweile um einiges stärker. Let's go. Und Shot vernichtet sie mich. Ignoriere die Tatsache, dass ich gesagt habe, mein Deck wäre stärker. Oh mein Gott. Ich habe noch keine richtige Strategie gegen sie entwickeln können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fun Fact, die Einsen und Nullen vorhin im Video heißen übersetzt Kanoffelgold? Kanoffelgold? What? Interesting. Hab die Wurst dreimal abgetippt, solche Stimmen. Krass. Krass. Ich will dich noch nicht spielen, ich will dich nicht verlieren. Ah, Zitat Wikipedia. Kanöffel, auch Kaiserspiel, ist ein deutsches Kartenspiel des 15. und 16. Jahrhunderts, das bis in die Gegenwart überlebt hat. Interessant! Nice! Nice! Gut zu wissen.
Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht, ey. Hier sind so viele versteckte Sachen drin, ey. Ist der Hammer. Shit, Lads. Come on. Ah, das sah so gut aus bis jetzt. Warum hat die Karte eigentlich hier diese Streifen? Soll das heißen, dass sie irgendwie glitzert oder shiny ist oder so? Und damit eine seltene Karte oder sowas in der Richtung? Nochmal bitte. Die glitzert auch. Ich glaube, das sind Shiny-Karten. Ich glaube wirklich, das sind Glitzerkarten. Meine wundervollen Glitzerkarten. Tut mir leid, aber ich werde nicht von dir weggehen, bis ich dich besiegt habe.
Einmal noch, Honey. Einmal noch. Okay. Warte auf mich, ich komme zurück.